So, hallo Freunde, David von iDesignisch hier. So, da meine letzten Tutorials doch ein bisschen lange waren, habe ich mir überlegt und jetzt mache ich mal ein ganz einfach schnelles Basic-Tutorial, wie ihr so eine Murmelbahn erstellen könnt. Also, wie gesagt, das ist wirklich für die Anfänger mit Cinema 4D. Also, das heißt, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, wenn ihr mich schon lange verfolgt, wird es vielleicht nicht so spannend werden. Aber vielleicht kann es euch trotzdem den einen oder anderen vielleicht helfen. Deswegen gehen wir hier auf unser Spline-Werkzeug, also das ist dieses Ding. Halten die Maustaste gedrückt, gehen auf Helix, um schon mal die Form zu haben der Murmelbahn. Also ihr könnt das halt kreieren, wie ihr wollt, aber ich zeige euch das erstmal an so ein Helix, weil ihr könnt eigentlich alles verwenden, was ihr wollt, weil die Technik ist dieselbe. Gehen wir hier bei der Ebene auf XZ. So haben wir ja das für eine Richtung, wie wir haben wollen. Jetzt können wir schon mal die Form so ein bisschen verändern. Das heißt, wir gehen beispielsweise Anfang. Ja, wir machen das ein bisschen länger. Und Radius am Ende. Ja, machen wir ein bisschen kleiner. So, da wir das jetzt später kippen, also ich zeige euch das, warum und wie und weshalb, aber weil wir das kippen, müssen wir bedenken, dass jetzt da, wo unten ist, der Start ist. Deswegen machen wir das nicht so groß, sondern der Winkel am Ende machen wir, ich denke, so ist in Ordnung. Und der Radius am Anfang machen wir ein bisschen kleiner, dass es schneller geht. Und der Winkel am Anfang machen wir, ja, ich denke, so ist in Ordnung. Müssen wir gucken. So, jetzt gehen wir wieder auf unser Spline, also gedrückt halten, gehen auf einen Bogen, weil wir wollen es ja nicht als geschlossenen Kreis haben, sondern als Bogen. Gehen hier bei dem Bogen beim Winkel auf 180 Grad, damit wir halt ja, einen kompletten Bogen haben. Und dann verbinden wir diese zwei Objekte. Das heißt, wir gehen hier auf unser NURB, gehen auf Sweep NURB, weil das Sweep NURB, das verbindet einfach zwei Objekte. Also ist egal was, es verbindet alles miteinander. Deswegen, wir wollen nicht jetzt das Helix als Form von dem Bogen haben. Deswegen markieren wir beide. Heißt, rechte Maustaste gedrückt halten und einfach nach oben ziehen. Das heißt, dass wir die selektieren. Und ziehen die dann, also Maustaste gedrückt haben, hier unter den Sweep-Nerb, dass der Pfeil nach unten zeigt. Jetzt haben wir die halt untergeordnet. So, jetzt haben wir, wie ihr sehen könnt, schon mal mehr oder weniger den Helix als Form vom Bogen. Jetzt wollen wir den Bogen, weil der natürlich viel zu groß ist, gehen wir auf den Bogen, gehen vom Radius her, machen den kleiner. Ungefähr so. Das sieht halt jetzt komisch aus. Deswegen gehen wir hier beim Sweep Nerve, machen wir Banking, machen wir raus. So, jetzt haben wir sowas hier. Das ist schon mal die Form, die wir haben wollen. Gehen wir eventuell ein bisschen kleiner. Ja, so ist in Ordnung. Jetzt, wie ich anfangs gesagt habe, müssen wir das natürlich umdrehen, weil, wie ihr sehen könnt, ist die Bahn auf der verkehrten Seite. Das heißt, wir nehmen unseren Sweep Nerve, wählen an, gehen hier auf die P-Achse und geben 180 Grad ein. Also einmal gedreht. So, jetzt haben wir das so. Also so, wie wir es haben wollen. Müssen wir gucken, ob das vom Winkel her okay ist. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen zu flach. Deswegen, wir machen den Anfangwinkel ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist in Ordnung. Und jetzt machen wir uns die Kugel. Das heißt, wir drücken hier, halten gedrückt auf unser Objektwerkzeug und gehen hier auf unsere Kugeln. Die Kugel, indem wir hier auf unser Skalierwerkzeug klicken, machen wir kleiner.
und ziehen die nach oben. Erstmal machen wir bei Kugel, gehen wir rauf und machen die Segmente ein bisschen höher, weil ihr sehen könnt, ist einfach ein bisschen sehr pixelig. Als Segmente, ups, Segmente gehe ich immer auf 100, also das ist eigentlich wurscht, damit es schön gerade ist, schön ja, abgesmoothed ist. Das Glied ein bisschen kleiner noch. So ist in Ordnung. Ja, so ist schon mal gut. So, jetzt wollen wir das natürlich als noch eine Animation geben. Deswegen gehen wir hier auf unseren andere Kugel, rechte Maustaste, Simulationstag, Rigid Body. Dann gehen wir auf Sweep Map, rechte Maustaste, Simulationstag und Kollisionsobjekt. Damit halt die Kugel mit dem Sweep Map kollidieren kann. Wenn wir jetzt Play drücken, sehen wir, die Kugel springt raus. Das ist, weil er momentan, weil das Kollisionstag, ups, Entschuldigung, mein Fehler, also weil das Kollisionsobjekt sieht halt das ganze Helix-Ding als ein Objekt an. Das heißt nicht mit diesen Rundungen, mit dem Bogen. Deswegen, und da die Kugel in dem Objekt drin ist quasi, springt es einfach raus. Aus Physikgründen einfach, weil das ist halt was, kollidiert halt direkt und explodiert halt quasi. Deswegen gehen wir hier auf unseren Kollisionsobjekt, gehen auf Softbody und gehen bei Softbody hier von aus auf Polygone und Linien. Das heißt, dass die Polygone und einzelnen Linien erkannt werden. Deswegen, wenn wir jetzt Play drücken, sehen wir ganz schön, die Kugel ist drin und rollt ganz normal weiter. So, die Animation ist ein bisschen kurz, deswegen gehen wir hier auf Timeline und gehen hier auf 500 zum Beispiel, um die Timeline einfach größer zu machen. Gucken jetzt mal, ja, okay, gut, das reicht. So, jetzt, wenn wir es natürlich belassen, sehen wir gleich, die Kugel fällt natürlich raus und fällt natürlich ins Leere, weil wir haben keinen Boden. Deswegen machen wir uns hier zum Beispiel eine Ebene, ziehen die Ebene lang, also ist eigentlich egal, gucken, dass die Ebene nicht ja, ein bisschen hoch, machen wir ein bisschen, ziehen wir ein bisschen hoch, ja, so ist in Ordnung. Und dann wollen wir die, geben wir natürlich auch noch mit Dynamik, und zwar Ebene, rechte Maustaste, Simulationstag, Kollisionsobjekt. Deswegen, wenn wir jetzt die Animation laufen lassen, sehen wir, die Kugel rollt ganz normal weiter. Und wenn die fertig ist, sehen wir, oh Wunder, 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 dass die auf den Boden fällt. Deswegen kommen schon. Voilà. So, jetzt rollt ihr auf den Boden. Jetzt, wenn wir mit der Animation an sich zufrieden sind, geben wir dem natürlich noch ein bisschen Tiefe, weil ihr seht halt, das sieht halt nicht schön aus, weil es gibt halt keine Wände, auf gut Deutsch. Deswegen, wir gehen auf Sweep Map, drücken C, um das editierbar zu machen. Das heißt, dass wir halt jetzt das einzelne Objekt nach Belieben verformen können oder verändern können. Dann gehen wir hier auf den Seiten, haben hier verschiedene Tools. Das heißt, hier können wir die Punkte anwählen, hier die Ecken und hier die einzelnen Polygonflächen. Deswegen gehen wir auf diese Flächen, drücken STRG und A, damit dass wir alles ausgewählt haben automatisch. Gehen auf rechte Maustaste, extrudieren, und jetzt halten wir gedrückt einfach hier irgendwo im Feld. Rechte Maustaste gedrückt und nach oben oder nach unten ziehen. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, geben wir dem eine gewisse Tiefe, dass es halt einfach ganz ja, schick aussieht. Jetzt lassen wir es nochmal laufen, und wie ihr sehen könnt, geht hier ganz normal seine Runde und hat natürlich auch eine Wand quasi, also Tiefe.
So, wenn ihr natürlich jetzt machen wollt, das zeige ich euch zu guter Letzt noch, mehrere Murmeln. Also ihr könnt natürlich das einfach kopieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, um ehrlich zu sein. Ziemlich einfach. Aber noch eine andere Möglichkeit wäre auf Murgraph und Cloner und kopieren. Das heißt, wir gehen auf, schieben uns die Kugel in das Cloner-Objekt rein. Jetzt nehmen wir unser Cloner-Objekt, können es nach oben schieben und drehen uns das, somit dass wir uns das schon mal so ein bisschen zurecht gelegt haben, so wie es halt passt. Da wir jetzt in diesem Beispiel halt einfach den Radius sehr klein haben, muss ich Folgendes machen, und zwar gehe ich auf Klon, Schrittgröße und kann die hier natürlich variieren. So, und kann ihn rein einfügen. So, jetzt müssen wir natürlich unsere Kugel, also unser Tag betrifft nicht mehr die Kugel, sondern das Klonobjekt. Das heißt, wir halten gedrückt rechte Maustaste und ziehen es einfach nach oben. Das heißt, es ist jetzt von da nach da oben gerutscht. So, jetzt, achso, wissen wir das nicht. Wenn wir das jetzt abspielen, sehen wir, das ist okay, aber wir sehen halt, dass das starr ist, das Cloning, also die Klonobjekte. Das wollen wir halt nicht haben. Das heißt, wir gehen bei Clone. Nicht bei Clone auf unser Tag. Gehen auf. Wo haben wir es? Warten wir, das bin ich denn blöd. Auf Kollision. Genau, individuelle Objekte. Damit wir die, wie der Name schon sagt, individuell haben, gehen wir auf alle. Das heißt, wenn wir das jetzt Play drücken, sehen wir halt, dass alle Objekte einzeln für sich genommen sind. So, und jetzt zieht es halt seine Kreise. Und das war's auch schon mit dem Tutorial. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Auch wenn euch meine Tutorials an sich ganz gut gefallen oder meine anderen Videos, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Würde mich echt freuen, wenn ihr mich da supporten würdet. Und wie gesagt, das war jetzt wirklich ein Anfänger-Tutorial, also für die Leute, die sich da ein bisschen kaum auskennen damit. Ja, ich werde es so machen, dass ich so kurze Tutorials, sage ich mal, weil 12 Minuten sind eigentlich kurz, werde ich jetzt eine Artikelbeschreibung, nicht Beschreibung, in den Namen des Videos, sorry, würde ich das einführen, einfach Anfänger-Tutorial, damit ihr sehen könnt, worum es geht. Und ja, wenn es euch gefällt, wie gesagt, unterstützt mich, würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas anderes sehen wollt. Ist mir eigentlich egal was. Könnt mir alle schreiben, was ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und bis dann. Danke fürs Zusehen.